Oh Mann, da habe ich keine Zeit für Sport. Weiß ich nicht, wo ich es unterbringe. Ich habe so viel zu tun. Oder oh, wenn ich fertig bin, dann mit der Arbeit am Abend, ich kann mich dann nicht mehr aufraffen. Oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich finde keine Sportart, die für mich passt. Oder. Wie das funktioniert, wie jeder von euch Sport machen kann, wie das ganz einfach geht, das erfahrt ihr hier. Ja, Sport für jedermann oder Sport für Sportmuffel oder Sport für die chronischen Leute, die keine Zeit dafür haben. Darum dreht sich jetzt dieses Video. Wenn du eine Sportart für dich gefunden hast, die dir Spaß macht, die du regelmäßig machst, dann ist es völlig in Ordnung, völlig super. Hier geht es jetzt um die Leute, die sagen, ich müsste eigentlich Sport machen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir geht's oder ging es ein bisschen auch so, dass ich nicht gewusst habe, wo ich das im Alltag unterbringen soll. Ja, ihr wisst, ich bin Papa von 4 Kindern, ich habe eine Praxis, wir machen online ganz viel, das heißt, ich habe echt viel zu tun am Tag. Ich gehe oft sehr früh aus dem Haus und stehe früh auf, mache das Frühstück für alle fertig. Ja, dann gehe ich in die Praxis, dann arbeite ich dort, mache alles, was zu tun ist und komme oft abends erst wieder nach Hause. Dann sehe ich die Kinder noch mal kurz und dann ist der Abend gelaufen und dann bin ich eigentlich müde und erschöpft und habe nicht gewusst, wo bringe ich denn jetzt diesen Sport unter? Ja, ich wusste ja, ich brauche das irgendwie. Und ich bin jemand, ich habe viel Sport gemacht. Ich habe in meinen jungen Jahren habe ich jeden Tag Sport gemacht. Aber je mehr das Business kam, je größer die Familie wurde, umso mehr ging da irgendwie der Schlendrian rein. Ich konnte es gar nicht mehr regelmäßig machen. Und ich weiß, vielen von euch geht es unter Umständen genauso. Was ich entdeckt habe, was ich gefunden habe, möchte ich euch hier mitteilen. Das teile ich gerade auch mit vielen Patienten, die das so machen, die das so durchführen und sie begeistert sind davon. Es geht darum, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass die beste Form, den Körper ganzheitlich zu trainieren, nicht unbedingt sein muss, dass man stundenlang Sport macht. Dass man also eine Stunde joggt oder eine Stunde schwimmt oder irgendwo eine Stunde ins Fitnessstudio rennt. Das muss nicht unbedingt sein. Und ihr wisst, die von euch darunter leiden, unter diesem großen Thema, wissen, wie schwierig das ist. Wenn ihr euch im Fitnessstudio anmeldet, ja, da muss man erstmal die Tasche packen, da muss man hinfahren, sich umziehen, Hallo sagen, sich irgendwo ein Getränk besorgen, dann geht man auf die Trainingsfläche oder in den Kurs rein, dann geht es halt los, dann macht man eine Stunde Programm. Und dann muss man erstmal duschen, dann wieder umziehen und dann mit dem Auto nach Hause. Ja, und dann sind locker mal 2, 2,5 Stunden kaputt. Jetzt, wenn ihr abends nach Hause kommt, habt ihr da oft keine Lust mehr zu. Und je nach Jahreszeit oder Wetter wird es immer schlimmer. Und häufig ist so, man meldet sich mit einem riesengroßen Vorsatz an, macht das vielleicht für 3 Wochen und dann lässt man es wieder sein. Und genau hier greift die in meinen Augen genialste Möglichkeit, Sport zu machen der Welt. Wovon ich spreche, ist das sogenannte 7-Minuten-Training bzw. das High-Intense-Intervall-Training, kürzt man auch als HIIT ab, oder Tabata-Training. Also es hat unterschiedliche Bezeichnungen, meint aber im Wesentlichen dasselbe. Es geht darum, dass man in einem kurzen Zeitraum alle Muskeln des Körpers oder möglichst alle Muskeln des Körpers anspricht, etwas belastet und dann ist es fertig. Und dazu gibt es, ich habe selber in der Recherche für dieses Video mal nachgeschaut, es gibt bei PubMed gibt es über 1000 Studien zu dieser Form des Trainings. Es ist so gut untersucht und es gibt so viele Vorteile und Benefits davon, die dem langen Training gegenüberstehen. Und zwar auf der Muskelaufbauseite und auf der Cardio-Seite, also der Ausdauer. Aber was heißt das jetzt konkret? Dieses 7-Minuten-Training, nehmen wir uns mal das, bedeutet, dass ihr innerhalb von 7 Minuten eine Art Intervall- oder Zirkeltraining macht. Die Alten von euch kennen das vielleicht noch, das Zirkeltraining aus der Schule. Es heißt ganz einfach, dass ihr zum Beispiel 30 Sekunden lang eine Übung macht und 10 Sekunden Pause. Davon macht man 12 Übungen und dann ist man bei seinen 7 Minuten. Und diese Übungen sind unterschiedlich. Es gibt dann einmal etwas wie zum Beispiel den klassischen Hampelmann, dann gibt es sowas wie Liegestütze, dann gibt es sowas wie Sit-Ups, dann gibt es irgendwie Kniebeuge,
Und dann gibt es irgendwelche anderen Übungen, die sind alle meistens vorgegeben in einer Art Anleitung und die sind leicht durchzuführen. Es gibt immer Modifikationen, das heißt, wenn die Kraft nicht so stark da ist, entweder wenn man lange keinen Sport gemacht hat oder wenn ihr eine Frau seid, die jetzt irgendwie Liegestütz nicht so hundertprozentig machen kann, gibt es immer Abwandlungen, um es für die eigene körperliche Fähigkeit durchzuführen. Das Geniale ist mittlerweile, ihr findet die Quellen dazu im Internet, entweder hier bei YouTube, da gibt es Videos zum Thema 7-Minuten-Training oder, was ich persönlich total klasse finde, wenn ihr so ein Smartphone besitzt, gibt es dazu Apps. Ich werde euch dazu mal in der Beschreibung was verlinken, meine beiden Lieblings-Apps, die ich da kenne und eben entsprechende YouTube-Kanäle kann ich euch mit verlinken, sodass ihr da einfach es leicht habt, mal zu recherchieren und zu gucken. Was ich dann mache ist, wenn ich so ein Training mache, habe ich mein Handy dabei, drücke diese App und dann geht's los. 7 Minuten, mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht eine kleine Ecke, wo ihr das machen könnt, ihr braucht nicht viel Platz und es ist ein Eigenkörpertraining, das heißt, ihr braucht dafür auch keine besonderen Geräte. Das ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Warum sollte man das machen? Warum ist es sinnvoll, das so zu tun? Naja, wenn ihr das macht, 7 Minuten, habt ihr, oder in diesen 30-Sekunden-Intervallen, habt ihr die Möglichkeit, euer eigenes Tempo zu wählen. Das heißt, wenn ihr jetzt schon sehr sportlich seid, könnt ihr vollzügig da durchgehen, sodass ihr maximale Anstrengung erlebt. Wenn ihr aber sagt, also Sport habe ich jetzt schon gesagt, was ist eigentlich Sport? Also schon lange nicht mehr gemacht. Macht es langsam. Macht ihr leichte, kleine Bewegungen, weniger anstrengend, weniger schnell. Ja, dann macht ihr in den 30 Sekunden eben anstatt 30 Wiederholungen, macht ihr halt nur 5 Wiederholungen oder 10. Nähert euch langsam daran und ihr habt die Möglichkeit, immer euer eigenes Leistungslevel zu haben und zu steigern. Das ist genial daran. Es ist also nichts, was irgendwie vorgegeben ist, wo ihr euch überall anstrengen müsst, sondern es ist leicht und gut durchführbar. Und wenn ihr das macht, habt ihr im Idealfall ein Cardio-Training, weil ihr nämlich euren Puls über die 140 hochjagt. Das heißt, ihr seid in der Lage, dass das Herz-Kreislauf-System arbeitet, dass das Blut durch die Blutgefäße gepumpt wird und ihr überall mit Sauerstoff gut versorgt seid. Und da kommen wir auch schon zu der Tageszeit, wann sich das am besten eignet, ist morgens. Morgens kann man es am besten machen, vor der Arbeit, weil ihr dann nämlich maximalen Sauerstoffboost im Gehirn habt und das hält dann den ganzen Tag an und hält euch total wach und frisch. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt natürlich, wenn es zeitlich nicht geht, das Ganze auch nachmittags oder abends machen oder in der Mittagspause. Das geht genauso. Also das eine ist die Durchblutung, was ihr damit fördert. Das zweite ist, was damit geht, ist der Muskelaufbau. Das heißt, ihr sprecht eure Muskeln an, eure Faszien, eure Sehnen. Die Knochen werden angesprochen. Das heißt, es ist gut für den Knochenaufbau. Es ist also Osteoporose vorbeugend. Dann ist es so, dass die Muskulatur gefordert wird. Muskelzellen, die alt sind, die schlapp sind, werden zersetzt. Es werden neue Muskelzellen gebaut. In den Muskelzellen gibt es diese Mitochondrien. Die gibt es in jeder Körperzelle, aber in den Muskelzellen eben sehr viele. Und die werden mehr, die machen ATP, das ist so diese Energiewährung im Körper. Das heißt, wenn ihr viele Mitochondrien habt, habt ihr viel ATP. Wenn ihr viel ATP habt, habt ihr viel Energie oder Energiereserven. Also ihr werdet insgesamt energiegeladener, leistungsfähiger, wenn ihr das regelmäßig macht. Und das ist natürlich auch absolut wertvoll. Grundsätzlich ist so, deswegen ist Sport eben so wertvoll. Wenn ihr das macht, aktiviert ihr die Regeneration und Neubildungsprozesse im Körper. Das ist so eine Art Biohacking. Das heißt, wenn ihr dem Altern entgegenwirken wollt, dann müsst ihr euch bewegen und Sport machen. Anders wird es nichts. Es ist wirklich so. Es gibt auch da mannigfaltige Studien zu, die zeigen, die 60-Jährigen, die regelmäßig Sport gemacht haben, sind anders gesundheitlich drauf als die 60-Jährigen, die nie Sport gemacht haben. Die leiden viel häufiger an irgendwelchen Erkrankungen des ganzen Bio- und Körpersystems als die Sport gemacht haben. Ich kann das aus meiner Praxiserfahrung bestätigen. Ich habe ja häufig den rüstigen Rentner, der sein Leben lang Sportler war, wo ich selten irgendwelche großen Probleme finde. Und ich habe aber genauso häufig Menschen, die nie Sport machen, die vielleicht erst 40 Jahre alt sind, die schon ganz, ganz viele Schwierigkeiten im Biosystem haben. Und das zahlt sich aus. Training und Sport zahlt sich aus für ein gesundes Altsein. Das ist wichtig. Und hierbei ist es egal, wie alt ihr seid. Ihr könnt dieses Training in jedem Alter beginnen. Und wenn ihr irgendwelche Übungen nicht gut machen könnt, dann könnt ihr sie mit einer anderen Übung ersetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Und was so gut ist, was so wertvoll ist, ist eben diese ganze Gesamtregeneration des Körpers. Das Lymphsystem wird durchgearbeitet, durchgespült. Und das ist das, wovon ihr auf jeden Fall profitieren könnt und profitieren solltet. Jawohl.
Die große Frage ist, wie oft sollte ich das machen? Was sich empfiehlt ist, diese Form von Training im Idealfall jeden Tag in der Woche mit 2 Tagen Pause, 2 Tage Regeneration. Das ist das Optimum. Also wenn ihr schon ein bisschen geübt seid, kriegt ihr das hin, dass ihr montags bis freitags diese Übung macht, Samstag, Sonntag ist Pause. Wenn ihr noch nicht so trainiert seid, ist es überhaupt kein Problem, dann macht ihr das einfach nur 2-mal die Woche oder 1-mal die Woche oder 3-mal die Woche. Und entscheidend ist, wenn ihr damit anfangt, mit diesem Training, dass ihr bitte, bitte, bitte immer auf euren Körper hört. Der Körper braucht Regeneration. Das heißt, es kann sein, es kommt zu einem Muskelkater und ihr solltet warten, bis der Muskelkater wieder weg ist, bevor ihr mit dem nächsten Training anfangt. Das kann also sein, wenn ihr neu startet, dass ihr nur 1-mal die Woche so ein Training machen könnt, weil der Muskelkater eine Woche hält. Das ist nichts Schlimmes, das ist in Ordnung. Beim nächsten Mal geht es schon 2-mal die Woche, bis ihr dann einen höheren Intervall habt. Diese Regenerationsfähigkeit ist entscheidend und ihr müsst den Körper regenerieren lassen. Zusätzlich zum Regenerieren, was immer gut ist und wichtig ist, ist eine gute Ernährung, gutes Schlafen, dass ihr euch nicht überlastet in anderen Bereichen, dass ihr mental aufpasst, dass ihr psychisch nicht gestresst seid. All diese Dinge spielen eine Rolle, aber das Wichtige ist eben dann ein bisschen abwarten und Zeit lassen. Für diejenigen von euch, die dann schon fitter sind, die merken, ja, super, das bekommt mir gut, das mache ich gerne. Ihr könnt dann diese Zyklen und Intervalle verlängern. Also entweder macht ihr dann statt 30 Sekunden vielleicht einmal 45 Sekunden mit 10, 20 Sekunden Pause oder ihr macht einfach den gleichen 7 Minuten Durchgang nochmal. Das ist möglich. Oder das, was ich im Moment mache, ihr nehmt Übungen mit Gewichten. Also ich nehme halt entweder Kettlebells oder Hanteln, Kurzhanteln, Langhanteln und arbeite dann damit und spreche die Muskulatur nochmal viel intensiver an, aber genau in den gleichen Rhythmen. Mein persönlicher Champion in dieser ganzen Sache des High-Intense-Training oder 7-Minuten-Training ist der Amerikaner Funk Roberts. Funk Roberts hat ein Programm für Männer ab 40 aufgestellt und ist natürlich auch machbar für Männer, die nicht 40 sind oder für Frauen. Aber absolut grandios, was er da gemacht hat. Es ist englischsprachig, das heißt, diejenigen von euch, die Englisch beherrschen, können ihm leicht folgen. Und ansonsten gibt es aber auch deutschsprachige Kanäle natürlich, wo ihr das auf Deutsch auch alles bekommt. Nur das Entscheidende ist eben die Konsequenz. Die Konsequenz dabei, das heißt, dass ihr wirklich kontinuierlich das macht. Es bringt nichts, wenn ihr es einmal in der Woche macht und dann irgendwie 3 Wochen wieder nicht. Sondern das, wo der Körper am meisten von profitiert, ist, wenn ihr es als Routine einbaut. Zum Beispiel, morgens früh, wenn ihr normalerweise um 6:30 aufsteht, steht in Zukunft um 6 Uhr auf. 6 Uhr aufstehen, Sport machen, duschen, dann ist 6:30 und dann seid ihr ganz normal in eurem Plan. Und das tut nicht weh, das ist absolut gut machbar und glaubt mir, euer Körpergefühl und euer Gesundheitsgefühl dankt euch. Ihr werdet ganz, ganz anders drauf sein, wenn ihr das eine Zeit lang durchzieht. Absolut klasse, kann jeder machen, Leute, 7 Minuten hat jeder Zeit, da gibt es keine Ausrede mehr, dass es nicht funktioniert. Und überlegt nochmal, Fitnessstudio fahren. Ja, nichts gegen Fitnessstudios, wenn euch das Spaß macht, aber wenn ihr irgendwie so Fitnessmuffel seid, das sind 2 Stunden, die da Platz sind, wenn ihr abends um 6 nach Hause kommt, bis ihr dann wirklich, wenn ihr Abendbrot noch esst oder so, bis ihr dann da seid und wieder daheim seid, ist 9:30 und dann ist der Abend gelaufen und oft ist das der Grund, warum man da keine Lust zu hat, weil man dann keine Zeit mehr hat, noch zum Entspannen. Macht ihr das 7-Minuten Training, dann kommt ihr um 6 nach Hause und macht 7 Minuten Sport. Und dann essen und dann könnt ihr noch relaxen und euch erholen für den nächsten Tag. Ist doch ein Angebot, oder? In dem Sinne, liebe Grüße von mir und von der Praxis Family. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und abonniert unseren Health Newsletter, den bekommt ihr über unsere Website, die auch in der Beschreibung verlinkt ist. Liebe Grüße, ciao, euer Matthias.